Hallo, kommen wir zum ersten Kapitel Allgemeines zum Lexware Lohn und Gehalt. Ich befinde mich hier jetzt gerade auf meinem Desktop und Sie sollten eigentlich wie ich hier einen Button Lexware Professional haben. Mit einem einfachen Doppelklick mit der linken Maustaste könnte ich Lexware starten. Wenn dieser Button bei Ihnen fehlt, können Sie auch mit der linken Maustaste auf Start, dann einmal linke Maustaste alle Programme und dann den Ordner Lexware raussuchen. Wieder einmal mit linke Maustaste angeklickt und Lexware Professional starten mit Klick auf der linken Maustaste. Jetzt dauert es einen kleinen Moment, bis wir den Anmeldebildschirm sehen. Hier ist er, Anmeldeinformationen. Sie werden immer nach Benutzername und nach Kennwort gefragt. Voreingestellt der Supervisor. Der Supervisor ist sozusagen der Administrator, wie Sie es im Computer kennen. Supervisor darf alles. Standardmäßig ist kein Kennwort hinterlegt. Sie starten Lexware, indem Sie hier auf OK klicken. Jetzt dauert es einen kleinen Moment, bis sich der Bildschirm öffnet. Hier sehen Sie, dass Lexware Professional gerade startet. Es dauert immer ein paar Sekunden, 10 bis 20 Sekunden, bis sich Lexware aufgebaut hat. Programmmodule werden geladen und als nächstes wird die Datenbank überprüft und Lexware ist jetzt gestartet. Wenn Sie das Programm das erste Mal starten, haben Sie drei Auswahlmöglichkeiten. Auswahlmöglichkeit 1: Sie können die Musterfirma verwenden, die immer bei der Installation mit installiert wird. Das zweite, was Sie machen können, ist eine neue Firma anlegen oder wenn Sie eine andere Vorversion haben, Datenübernahme aus dem alten Programm ins neue Programm übernehmen. Ich möchte die Musterfirma verwenden, weil ich erst später eine neue Firma anlegen möchte. Klicke einmal linke Maustaste Musterfirma verwenden. So, ich befinde mich jetzt in der Musterfirma, sehen Sie in der obersten Zeile. Sie sehen, als wen ich angemeldet bin als Supervisor und ich befinde mich jetzt in der Zentrale. Die Zentrale ist sozusagen das Oberbegriff Ihres Programms. Von der Zentrale komme ich in diesem Module bei mir ein Financial Office Pro. Ich habe als Unterprogramme die Warenwirtschaft, die Buchhaltung, Anlagenverwaltung und Lohn und Gehalt. Wenn Sie zum Beispiel nur ein Lexware Lohn und Gehalt hätten, würden die anderen drei Module bei Ihnen nicht erscheinen. Wir haben hier die Möglichkeit zu wechseln vom Programmcenter, wo wir uns jetzt gerade befinden, in das Infocenter. Einmal mit der linken Maustaste reingeklickt. Und hier haben wir sowas wie Willkommen bei Lexware, wo Ihnen bestimmte Sachen erklärt wird. Wir haben sowas wie direkte Unterstützung im Programm, Help und News. Wir haben immer Programm. Wichtige Sachen, die neu im Programm sind, werden hier angezeigt. Ich kann mich hier kostenlos zur Online-Schulung anmelden. Das finden wir alles im Punkt Infocenter. Immer wenn was neu im Infocenter ist, sehen Sie es anhand dieses roten Kreises mit der Anzahl der Zahl. Bei mir sind jetzt 6 Neuigkeiten, die ich noch nicht angeguckt habe. Daran kann ich immer erkennen, was neu im Infocenter ist. Ich gehe jetzt zurück ins Programmcenter und wir schauen uns hier die Sachen mal an. Wenn ich hier rauf gehe, gibt es die Hauptnavigation. Hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich mehrere Firmen hätte, die Firmen zu wechseln. Und ich kann hier zwischen diesen einzelnen Programmteilen hin und her switchen. Ganz oben haben wir die Möglichkeit, unter Datei zum Beispiel uns bestimmte Sachen zu tätigen. Eins der wichtigsten Sachen ist zum Beispiel hier unter Datei Datensicherung eine Sicherung zu machen, damit wir unseren Datenbestand sichern können. Genauso wie es die Möglichkeit hat, eine Rücksicherung zu tätigen. Das heißt, dass man einen alten Datenbestand überschreiben kann und ihn zurücksichern kann. Wir wollen jetzt erst einmal Lexware
Lohn und Gehalt starten. Am besten Sie klicken hier mal auf Lohn und Gehalt zur Startseite. Doppelt angeklickt. Er macht eine Aktualisierung der Krankenkasse. Kann einen kleinen Moment dauern. Hängt immer an, wie viele Krankenkassen hinterlegt sind. Hat auch was zu tun mit der Schnelligkeit Ihres Computers. Und gleich sollte sich eigentlich Lexware Lohn und Gehalt öffnen. Dauert einen kleinen Moment und jetzt hat sich Lexware Lohn und Gehalt geöffnet. Sie sehen die wichtigsten Sachen in Lohn und Gehalt, sehen Sie auf der ersten Seite, wenn Sie die Startseite öffnen. Sie können hier die Mitarbeiterstammdaten bearbeiten, Sie können hier einen neuen Mitarbeiter anlegen. Sie können hier Daten abholen, werden wir ein bisschen später dazu kommen. Sie können hier die Lohnabrechnung machen, einzelner oder mehrere Mitarbeiter. Sie können sich die Jahresübersicht anschauen. Hier können Sie Beitragsnachweise versenden, sich alles an Berichten holen und ausdrucken, den Zahlungsverkehr ausführen, den Datenversand tätigen und als letztes den Monatswechsel durchführen. Sie sehen, das ist so wie so eine Schlange, die von Mitarbeiterstammdaten bearbeiten zum Monatsende führt. Und die einzelnen Punkte werden wir uns dann später anschauen. Vielen Dank.